zwei Treffer für ihre Mannschaft in der ersten Halbzeit. Dann sind sie aus der Kabine gekommen und man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, da war so jetzt erstmal ein bisschen die Luft raus, sie sind ein bisschen nervös geworden. Wie haben Sie das gesehen? Ja, ist korrekt. Wir wollen eigentlich da weitermachen, wo man erst Halbzeit aufgehört haben. Wir wollen aggressiv nach vorne spielen, immer wieder Gegner unter Druck setzen. Schon sehr gut gelungen. Haben auch keine gute Ordnung gehabt im eigenen Ballbesitz. Gegen den Ball war es ganz, ganz schwierig. Solinger hat es dann gut gemacht mit einer Dreierkette. Da musste man schon alles in die Waagschale werfen, um da gute Gegner zu halten. War eine wackelige Phase im Spiel. Ist der Aufstieg in die Kreisliga jetzt schon beschlossene Sache? Wird heute Abend schon gefeiert? Nein, auf keinen Fall. Also wir werden den Sieg hier feiern. Das haben wir uns verdient. Aber alles andere, wenn das kommen soll, kommt zu gegebener Zeit. Heute freuen wir uns über die 3 Punkte und machen konzentriert nächste Woche weiter. Und dann am Samstag, beziehungsweise am Sonntag nächste Woche wieder die 3 Punkte zu holen.